Mensch, sag mal, sind deine Eltern eigentlich Diebe? Nee, warum denn? Mein Fahrrad ist weg. Witzig. Oh, mehr Gold am Hals als der... Von A-Team. Ja. Und wie läuft's? Gut. Guck. Ich glaube, wird echt gut. Boah, krass. Richtig gut. Ich find's gut, wie diese Kiste platziert wurde. Ja, das ist Kunst. Wir machen Kunst. Ist das für eine kleine Tänzerin? Ja. Ja, das ist die Bühne für eine kleine Tänzerin. So läuft es hier nämlich, meine Gang. Hey, was geht ab? Ich bin die Psycho Dino Show. Hm. Was passiert denn gerade eigentlich? 20.40 Uhr bis 21.40 Uhr. Crow steht mit dem Rücken zur Kamera. Hinter ihm regnet es brennende Geldscheine. Ein ganz normaler Tag. Ich glaube, jetzt sind wir ganz nah dran. Die Gang wurde gerade gesucht, angekündigt und soll jetzt am Set erscheinen. Was los, Alter? Die Brüder sind jetzt hier im Haus, Alter. Jetzt wird hier mal richtig das Gang gefickt, yo. Ficken darf man sagen. Ist okay, ich habe gestern gefragt, war hier gerade wegen der Gang nochmal. Ich muss da kurz hin, kannst du kurz übernehmen? Ich übernehme kurz. Ja, liebe Freunde, ist natürlich jetzt hier großes Trara auch wegen der Gang und ja, wir sind hier bei der Psycho Dino Show. Ich übernehme jetzt kurz und kommt eine Oma zum Bus und will einsteigen und zeigt ihre Fahrkarte. Sagt der Busfahrer, Mensch, sag mal, das ist ja eine Kinderfahrkarte. Sagt die Oma, sehen Sie mal, wie lange ich auf den Bus hier warte. Hallo. Na? Schönen guten Tag. Geht's gut? Ja, wunderbar. Viel los, ne? Oh, mega. Und sonst? Oh, sonst. Die Hosen sind voll. Hier irgendein. Ja, ich bin hier so ein Setrunner, ich renne jetzt auf. Ja. Psycho Dino dreht hier Videos, ja, oder was? Ja. Habe ich dir das erlaubt? Ich könnte mich nicht erinnern, das erlaubt zu haben. Also bitte, runter von meinem Grundstück jetzt auf. Verpiss dich, Biatch. Oh, huch. Ja, da ich natürlich auch in so einer Show richtig gut gekleidet sein muss, habe ich natürlich hier auch einen Kleiderschrank mitgebracht. Habe nur hier den feinsten, edelsten Zwirn auch. Diese unnatürlich starke Beleuchtung in meiner Show, das ist noch ganz schön ungewohnt für mich. Irgendwie mal gucken, was gibt's noch Brüder! Mensch, wo kommt ihr her? Na, von ganz weit weg, ganz weit weg. Ja? Bruder. Aus. Wir müssen wegen dem Mikrofon müssen wir ein bisschen aufpassen, gell? Genau. Ja, das ist meine Show. Aber setzt cool. Euch doch erstmal. Beim Konzert eben und haben dort alle. Ja, also es ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm. Uns gekümmert. Ach shit, Alter. Bei Tinder kennengelernt tatsächlich. Ha, wie ich Psycho kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, vor circa 3 Jahren im Chimperator Büro. Und da gab es ja dieses Bild von Jennifer Lawrence. Noch Praktikant war, wurde auf jeden Fall so behandelt. Und musste die ganze Zeit Getränke und Kaffee und Brötchen und so ein Kram holen. Und klar, ich habe mir gedacht, ja hey, das wird sie nicht sein, aber so hey, vielleicht hat man ja auch einmal im Leben Glück. Und wollte dann auch ein Autogramm. Da war die Kennenlernphase in Anführungsstriche bei Chimperator und bla bla bla. Und dann waren es da die zwei lustigen Sams. Und da haben wir die ganze Bande kennengelernt. War richtig gut. Dann dachte ich so, oh, was ist das für ein komischer Typ? Und jetzt sind wir irgendwie befreundet. Also komische Geschichte, aber eigentlich ist es wirklich so. Shine bright, Psycho Dino.